EA Sports. It's in the game. An, dann gehen wir hier rein und dann nehmen wir, glaube ich, die 67. Folge oder so auf in unserem aktuellen Manchester United. Beziehungsweise angefangen bei 1860. Let's play. Okay, mein Lieber, leg dich zurück, lehn dich zurück, nimm dir eine Cola, nimm dir ein Bierchen, fühl die Füße und genieß, was du siehst und wie gesagt, gerne kommentieren. Und damit herzlich willkommen zurück beim Gary und beim Manchester United, meine lieben Co-Trainer. Wir haben hier richtig Randale gehabt. Wir haben 1-0 gegen Wolverhampton gewonnen und dann 6-0 Leeds United. Einfach mal weggebürstet. Einfach mal gesagt, hallo, hier sind wir. Wir können Tore schießen. Guckt mal da. Und die nächsten Termine stehen aber schon wieder an. Gell? Brighton und Hove Albion, die werden jetzt vor Freude mit der Zunge schnalzen bei unserer momentanen Form. Die kriegen wir nämlich jetzt in dieser Folge einfach in 3 Tagen 2-mal vor die Füße gesetzt. Und hier auf der rechten Seite seht ihr es auch noch mal ein bisschen besser. Da ist nämlich einmal der Kakao Cup dabei und dann schon wieder der Kakao Cup, wo ich nicht ganz checke, warum haben wir denn jetzt auf einmal mittendrin Hin- und Rückspiel, hatten wir vorher auch nicht. Also diese Engländer, die haben doch einen an dem Lattenzaun, das gibt's doch gar nicht. Was ist da immer los bei denen? Ich weiß es nicht, ist mir auch Wumpe. Wir hauen die einfach 2-mal weg und dann ist egal, in welchem und warum, in welchem Wettbewerb und warum. So, wir gehen aber logischerweise auch in eure Kommentare erstmal rein und es gab richtig viele Kommentare. Alex hat erstmal geschrieben, Manuel Neuer hatte nicht aufgehört, den habe ich einfach nur übersehen. Was? Kann ich mir ja gar nicht vorstellen, ich, Typ, dass ich irgendwas übersehe. Doch hier, 83, warum ist denn der bei Bayern nicht aufgestellt? 35 und immer noch eine 83 ist natürlich auch eine Hausnummer, gell? Was ist denn hier los, Mannschaft? Der sitzt noch nicht mal, der sitzt hier auf der Tribüne mit einer 83 und er ist nicht verletzt. Was ist da los? Was ist da los, Herr Kovac? Man weiß es nicht. Keine Ahnung, was er sich vorstellt. Aber er spielt auf jeden Fall nicht mit dem besten Mann in den Posten. Und vielleicht hat sich das auch ein bisschen gerecht. Wobei, sie haben die wenigsten Gegentore in der Liga. Aber vielleicht hätten sie noch weniger mit Neuer drin. Ich weiß es nicht. Ist mir auch wurscht. Ist ja gut, wenn Bayern mal eben nicht Meister wird, gell? So, dann habe ich die letzten fehlenden Spielerbilder vom letzten Mal noch reingebracht. Tim Kleber. Da habe ich aus Versehen vergessen, glaube ich, den beim Drehen abzuspeichern. Der guckt so ein bisschen schepp. Und noch ein Münchner. Kwask. Alexandre Kwaskwatze. Das ist der gute Mann hier. 2 neue schöne Bilder. Und wenn wir sowieso schon bei den 1860er Jungs gerade waren, dann machen wir noch Folgendes hier. Wo ist er denn? Der gute Neil Lutprey wird jetzt verliehen zur Leihe und zwar für umsonst zur Leihe. Ah, das geht ja auch eigentlich anders. Geht ja auch anders und schneller, indem wir einfach hier Kooperationsvertrag. Ups, zu schnell geklickt mal wieder. Kooperationsvertrag und dann Hansa Rostock, eigene Spieler. Und dann müssten wir hier doch eigentlich Neil Lutprey, jo, können wir schön verleihen. Das machen wir. Du wolltest gerne Richtung Rostock. Und da wartet ja auch schon unser Inselmann auf dich. Und dann könnt ihr zu zweit da mal noch die Bude rocken. Hansa im Moment hier 5. Die wollen noch oben mitmischen. Aber es ist Paderborn zumindest schon sehr, sehr weit weg hier. Ach, Kaiserslautern, Fürth und Regensburg und Rostock. Das ist noch drin. Halle auch noch. Ist ja auch erst der 20. Spieltag in der dritten Liga. Da wollen welche anklopfen, gell? Da wollen welche anklopfen an dem Tor zur ersten, zur zweiten Bundesliga. Und wir haben ja schon ein paar sogar dahin verliehen, Richtung Rostock. Insgesamt jetzt 3 Stück. Ethan Laird haben wir hier, ne, Rechtsverteidiger. Dann Torben Inselmann, der auch bloß 3 immerhin geholt hat. Das ist auch eine tolle Sache. Und jetzt eben noch Nils Lutbrey. So, dann haben wir noch Greenwood, Dalot und McArthur bei Chemie Leipzig. Und wir haben Jonas Buhr immer noch bei Fulham. Der macht ja auch seine Arbeit gut. Scott Gorra hat endlich mal einen Pluspunkt gekriegt. Und Aaron Wan-Bissaka ist wahrscheinlich nächstes Jahr unser neuer Rechtsverteidiger, wenn er so weitermacht. Der sieht auch ganz prächtig aus. Was haben wir noch? Also vielen Dank, Alex. Dann hat Mark Racing gesagt, früh um 5 den Gary gucken. Es gibt nichts Schöneres. Doch, es gibt was Schöneres morgen früh um 5, nämlich schlafen. Schlafen. Er hat aber geschrieben, er muss arbeiten. Und dann wahrscheinlich vor der Arbeit, ich habe keine Ahnung. Nach der Arbeit bist du nach Hause gekommen? Ich weiß es nicht. Aber dann nicht im Bett zu legen, sondern mich zu gucken,
fast eine Stunde lang. Vielen lieben Dank dafür, das ist ja fast schon eine Opferung. Jonas Buhr, die Verlängerung von Lewandowski war für das Gehalt okay, auch wenn er es nicht gemacht hatte. Ergebnisse sind weiterhin top und die Spielerentwicklungen sind einfach nur klasse. Bin gespannt, was die Rückrunde bringt. Ja, wir auch alle auf jeden Fall. Dann hat sich der Patze gemeldet. Er wird mit dem Geld noch ein paar englische Jugendspieler mit 8er Talent holen, wenn es noch welche gibt. Sonst nach 9er Talenten schauen, die du in der zweiten Mannschaft ranziehen kannst. Das Problem allerdings ist, habe ich schon geschrieben mit ihm, gell, dass wir zweite Mannschaft ja keinen Spielbetrieb haben und deshalb ist das ziemlich nullnummermäßig und ziemlich blödsinnig, da überhaupt irgendwas zu machen. Aber wir können mal gucken, was es für starke Talente noch gibt, ob wir uns da irgendjemanden holen können sollten, würden tun. Und wir sortieren hier mal nach Talent. Ja, Mbappé ist hier noch mit Abstand das beste Talent. Ja, was heißt mit Abstand? Mit einem Punkt. Ne? Kein anderer hat so viele wie er. Lukas Schmidt haben wir noch hier am Start. Wir haben auch Engländer, und zwar Jadon Sancho und Stuart Matthew. Dem habe ich ja auch ein schönes neues Bild gegeben. Das sind schon Brocken mit 9er Talentpunkten. Trotzdem sehe ich da keinen Bedarf dran. Außerdem müssen wir dran denken, wir brauchen im Prinzip das ganze Geld ja für den Harvard-Stil, den wir ja unbedingt eintüten wollen. Ich zeige ihn euch nochmal, damit ihr auch wisst, was wir für einen coolen Typen hier holen. 87er OM und 86er RA, also rechts außen und dann noch hier so ein paar andere Sachen. Der Typ ist der Bringer, der wird bei uns einschlagen, den werden wir holen und den werden wir brauchen und aufstellen und überhaupt. Junge Talente können wir trotzdem mal gucken. Was haben wir denn hier noch, was vielleicht auch nicht ganz so teuer ist? So 8er Talent Penkovic, bigger Wahl, aber dann gucken wir mal nach Engländern. Nationalität hier, Engländer. Zip, zip. Und wenn wir dann nur die beiden haben. Nee, da haben wir schon ein paar mehr. Ja, aber so richtig jung sind die auch alle nicht mehr so richtig, gell? Trent Alexander-Arnold ist natürlich auch hart mit 92 Millionen. Ja, der günstigste ist hier Harry Winks, aber den brauchen wir auch nicht. ZM mit einer 74 bei 25 Jahren. Sehe ich nicht. Dann eher noch hier Declan Rice, wobei wir nicht mit DM spielen. Also ich weiß nicht, ich sehe hier irgendwie niemanden, den wir kaufen sollten. Patze, du darfst mich gerne nochmal gegen Kopf treten und meinen, ich habe da wieder wen übersehen oder so, aber ich sehe da keinen, den wir kaufen sollten, den wir jetzt in den nächsten 2 Jahren, weil viel, viel länger wird das hier nicht mehr laufen, gehe ich von aus. Ich hoffe, dass der FM21 schnell kommt, die wir hier ranführen können. Also Stuart Matthew könnte ich sogar noch mit mich irgendwie mit anfreunden, aber das ist auch Ablöse, 102 Millionen und hier, ne? Halbe Stunde später sind wir bei 83 Millionen, dann haben wir den. Sehe ich jetzt auch nicht. Wir haben natürlich hier bei Transfers noch 160 Millionen offen, aber das geht natürlich dann auch wiederum vom Bargeld ab, ne? Und dann haben wir wieder nicht mehr so viel Geld Richtung dem Harvard-Stil. Und den Harvard-Stil will ich eintüten. Das ist hier mein großes Ziel in diesem Game, diesen Mann hier einzutüten. Wobei ich jetzt gerade sehe, wurde er einfach mal überholt hier vom Frankie de Jong. Auch krasser Typ, eine 89er. Aber den sehe ich nicht bei uns. Der ist natürlich jetzt noch stärker als der Harvards, aber der ist da auch positionsgebundener mit einer 89 im ZM und dann sind die nächsten Sachen hier 79. Das brauchen wir ehrlich gesagt nicht. Was wäre denn da nötig überhaupt? Oha. Oha. Boah. Also sicher haben wir hier bei 350 Millionen. Da schnackelst du aber mit den Ohren. Mensch, Mensch, Mensch. Mensch, Mensch, Mensch. Ja gut, alle anderen, wie gesagt, sehe ich jetzt nicht bei uns. Und wir gehen mal weiter und gucken auch in eure Kommentare weiter rein. HS hat geschrieben, herzlich willkommen in den Kommentaren, glaube ich. Ich glaube, Bonny sollte mal was mehr Geld verdienen. 2,1 Millionen sind etwas wenig, der wird schnell unzufrieden sein. Ja, dann kann der sich ja melden, wenn der unzufrieden ist. Dann kann der sich ja melden, der Gute. Emre Can und Rodriguez sind wieder in der Bundesliga unterwegs bei Bayern 04 Leverkusen und beim FC Bayern München. Hassan Player hat von Gladbach zu Leverkusen gefunden. Das heißt hier, die Leverkusener, die bauen gerade um. Warum auch immer Bayern München sich Charles Aranguiz geholt hat mit 32 Jahren, für 8 Millionen, weiß kein Mensch. Hauptsache den Gegner schwächen. Ne? Das ist hier Ziel der Sache. Salvatore Sirigu wechselt mit 34 auch nochmal den Verein von Turin nach Inter Mailand. Okay, Mainz verkauft jemanden. Boah. Alle anderen sind nicht ganz so interessant. David Degen hatten wir letztens schon hier, oder?
Nee, David Degen wurde entlassen bei Perugia Calcio und ist jetzt bei Hibernian FC, beim schottischen, was ist das, zweite Liga oder was? Nee, Ladbrokes Grimsby ist die erste Liga. Ist die erste Liga, da sind die unterwegs. Und da ist jetzt David Degen der neue Chef auf der Seitenlinie oder an der Seitenlinie. Was gibt es zu vermelden im realen Fußball eigentlich? Ja, ach so, hier Bayern gegen PSG, gell? Bayern-PSG Champions League-Gedöns, Finale. Ja, fertig. Dann haben wir Nils Butze. Der Nils Butze ist stark für Hansa, haben wir jetzt hingekriegt. Da unten Neil Ludwig wechselt, sehen wir schon. Er freut sich auf die Zusammenarbeit, vor allen Dingen mit Inselmann. Und er sagt auch, Levi, das war schon gut mit dem Gehalt, das ist schon vollkommen in Ordnung. Transfermäßig könntest du nochmal mit Aua versuchen als Drehtersatz. Aber dafür haben wir kein Geld. Alles geht an Havertz. Alles geht an Havertz. Frau Lahn hat geschrieben, klasse, Gary, du rockst die Liga aktuell nach Belieben. Knappe Siege gegen die Wolves, aber dann ein klasse Ding, 6:0. Ja, seine Schwäche, die er sieht, oder die Schwäche unseres Teams, die er sieht, ist DM. Aber wir haben uns eigentlich abgewöhnt, das System zu wechseln. Ja? Und es läuft ja auch ganz gut so. Isländer sagt, schöner langer Arbeitstag und dann schön in Gary gucken und sehen, wie der Ronny on fire ist. Und den Butze schicken wir rüber und holen wir zu uns nach Rostock, hat er gesagt, der Isländer. Ja, genau das machen wir. Wir machen noch die letzten zwei Kommentare und dann geht's hier weiter mit der Aufstellung. Timmy Leipzig, sportlich kann man einfach nicht sagen, sehr gut. Und Ronny eskaliert ja völlig. Sehe ich jetzt auch mal eine Gehaltsanpassung angebracht. Levi findet er gut. Und Bedarf sieht er eigentlich, wenn nur rechts außen, und da soll ja schon jemand Neues kommen. Kai Havertz nämlich. Borussia Dortmund hat gefragt, wann denn der FM21 rauskommt. Und ich kann euch nur eines sagen, er kommt, wenn er fertig ist. Da wird es auch keinen anderen Termin von geben. Den gab es noch nie von fmtalker.de, dass vorher irgendwas verkündet wurde. Wenn man es nämlich nicht einhalten kann, und das ist bei einem Hobbyprojekt, wo nur Leute, die das aus Spaß an der Freude machen und ihre Freizeit da reinsetzen, schnell mal passiert. Man möchte einfach niemanden ja, enttäuschen und deshalb gibt es kein Release-Datum. Bisher kamen die meisten FMs von uns im Oktober, Ende Oktober. Ob das diesmal so ist, ich weiß es nicht, aber das ist so ein Plan, den könnt ihr euch schon mal irgendwie setzen. So, wir gehen jetzt mal hier in den nächsten Plan, nämlich den Plan des Gewinnens gegen Nottingham Forest. Die sind Letzter in der Liga, die sind tabellarisch und stärketechnisch weit von uns entfernt, das sind 3 Punkte. Also wenn das keine 3 Punkte sind, dann weiß ich auch nicht, dann weiß ich nicht. Ich gucke gerade, was ich essen könnte, was hier noch rumliegt, aber ehrlich gesagt will ich nichts essen, was hier so rumliegt. Gut, Tottenham Hotspurs gegen Chelsea ist das Topspiel, Liverpool gegen Middlesbrough und Arsenal gegen Southampton. Also natürlich wollte ich das essen, als wenn wir das hier nicht schaffen, ne? Also als Wetteinsatz quasi. Dreier-Talent nehmen wir mit, um mal unser Talent Durchschnitt ein bisschen zu erhöhen. James Hill mit 15 Jahren wird ja aber nichts mehr zu sagen haben bei uns. Der von Ihnen beobachtete Spieler Karl-Christian Borowski wurde von RB Leipzig auf die Transferliste gesetzt. Warum nochmal sind wir den hier am Beobachten? Keine Ahnung, aber wir können ihm ja zumindest mal ein Bildchen geben. Das wäre auch was, oder? Wir machen ein Foto von ihm und dann nehmen wir nachher noch ein neues Bildchen rein. Boah, du bist auf der Transferliste. 72er Stürmer braucht auch eigentlich niemand. Vor allen Dingen noch nicht mal, wenn es kein Inländer ist. Apropos Inländer, ich habe ja nochmal einen Anschluss-Online-Video hochgebracht und das werde ich jetzt hoffentlich regelmäßig online bringen, weil ich Anschluss-Online einfach super finde und ihr da mal alle jetzt anfangen könnt, gerne auch bei uns in der französischen zweiten Liga. Da sind zwei Vereine, glaube ich, frei. Vaches de Hal und Bordeaux. Olympique Bordeaux, beziehungsweise, in der Realität heißen sie Girondins Bordeaux. Und bei Anschluss Online heißen sie Football Bordeaux. Toller Name, hätte ich gern gehabt. Aber als ich gewechselt bin in die zweite Liga nach Frankreich durfte, oder ja, als der Verein frei war, so rum muss ich das Pferd aufziehen, war ich noch nicht in der Lage zu wechseln, weil man hat ein komplettes Jahr Wechselsperre. Gut, hier müssen wir auch nicht wechseln, also zumindest nicht den Trainerposten. Wir gucken gleich mal, ob wir auf den Platz wechseln müssen. Coutinho können wir auch noch sagen, gut trainiert, gell? Der macht auch im Moment hier, was er will.
in Realität und bei uns. Und hier geht es aber auch nach oben moraltechnisch. Nochmal 5 Moralpunkte. Das ist sehr klasse. Du hast dich hier sehr verbessert auf jeden Fall. Bleibt unverändert, ja, von mir aus. Besser als nichts. Können wir ihm noch irgendwie sagen, du kannst was lernen? Nee, kann man nicht. Aber dann können wir mal sagen, trainierst sensationell. Das gibt fast immer 5 Moralpunkte. So auch hier. Gut, wir können auch jemanden mit auf die Bank nehmen. Das ist Lightfoot. Und Lightfoot darf auch jetzt mal hier von Beginn an spielen. Gegen Forest, Nottingham Forest, dürfte das kein Problem sein. Auch Hakimi darf mal ran. Wer hat jetzt hier noch eine schlechte Frische? Dann darf auch Coutinho mal raus. Und auf die linke Außenbahn würde ich gerne auch noch wen reinbringen. Nee, rechte Außenbahn ist es ja. Weil Ronny nur eine 80er Frische hat. Da kommt mal Lingard dran. Lewandowski darf für Rashford dran. Dann haben wir mal rotiert. Aber das dürfte, wie gesagt, gegen die Jungs jetzt auch kein großer Akt sein. Das müssen wir trotzdem hinkriegen, hier 3 Punkte zu holen. Alles andere wäre unterirdisch. So, da draußen wollen uns 30.000 Leute verlieren sehen, aber wir werden ihnen den Gefallen nicht tun. Das haben wir noch nicht so oft gehabt, die Ansprache, die können wir doch mal nehmen. Geht drauf, liebe Leute, und da seht ihr sie in aller Pracht. Die Tabelle, 1. Platz, Manchester United. Aber die erste Chance hat Nottingham Forest, und zwar von Besic, der den Ball nach vorne klopft. Was machen denn Jones und De Gea da? Die rennen sich gegenseitig über den Haufen. Dann ist Lewis Graben da und der grabt einfach mal das Tor ab. Das gibt's ja gar nicht. Lewis Graben mit dem 3. Tor dieser Saison und dann jetzt nach 440 Minuten Gegentor von Manchester United. Ey, Alter, was ist denn das? Uiuiui, aber es geht jetzt auch mal in die andere Richtung. Niguez versucht, der schießt, der Ball landet irgendwie bei Mata, der köpft und ja, kein Problem für ein paar Dillimon. Ah, halbe Stunde gespielt, erst eine Chance, das ist viel zu wenig. Also, boah. Eine Sauerei. Eigentlich ein harmloser Freistoß jetzt von der rechten Seite, aber was macht der Patillion da? Der unterläuft den Ball und dann ist Patrick Lightfoot da und da ist das Tor. Wunderbar, lieber Pipa Patze, du machst das Ding. 1:1, zweites Tor in dieser Saison. Vorlage Niguez mit diesem, ja, doch irgendwie eigentlich einfallslosen Freistoß, der da einfach mal zack drin ist. Klasse, Lewandowski, er wird jetzt mit dem Ball nach vorne gehen, geht an Milosevic vorbei, aber Milosevic kriegt den Ball dann noch zur Ecke geklärt. Die kommt rein von Saul Niguez von der rechten Seite. Lewandowski versucht sich da jetzt gegen Milosevic durchzusetzen und ja, Freistoß. Stürmerfoul von Lewandowski, der Pole hat er gezogen und gezerrt. Das wollen wir nicht. Und deshalb gibt es Gelb. Nein, Gelb gab es ja gar nicht, aber Freistoß. Erste Halbzeit vorbei, unentschieden gegen Nottingham ist viel zu wenig. Das ist richtig viel zu wenig. Und ihr seht es auch an den Noten. Ich glaube, so schlechte Noten hatten wir schon ganz lange nicht mehr. Also Halleluja. Da müssen wir aber jetzt mal hier richtig ranklotzen, dass wir den hier mal den Marsch blasen und mal sagen, ey, so nicht, meine lieben Freunde, so nicht. Wir lassen sie aber trotzdem drin und wir gehen jetzt hier mal vollen Einsatz und voll nach vorne. Patrick Lightfoot nimmt sich das auch direkt zu Herzen, bringt den Ball auf Lingard und was macht der? Ja, super, der macht das 1:2. Toller Pass von Lightfoot auf Lingard und Lingard macht das Ding einfach locker lässig rein. Lightfoot, Lingard, locker lässig. Alles klar, die Führung ist da. Oh, aber Nottingham will das jetzt wieder ausgleichen. Aroma auf Caballo, der springt eine Flanke auf Lewis Graben und Lewis Graben findet seinen Meister in David De Gea. Uiuiuiui. Der hat einen guten Lauf hier, der Lewis Graben hier gegen uns. Was ist denn mit dem los? Martial mit einem tollen Pass jetzt in die Mitte auf Lightfoot. Der dreht sich, der schießt. Ah, schade. War leider abseits. Kam aber gut, der Ball. Der kam gut. So, wir müssen hier gefühlt irgendwas ändern. Aber ich will nichts ändern eigentlich, irgendwie. Kennt ihr das? Dass man dann doch nichts ändern will? Dann klickt man hier unten auf OK und dann hat man halt auch nichts geändert. Also weiter geht's. Weiter geht's mit dem Freistoß von Niguez und der schießt. Pantillimon lässt ihn nach vorne abprallen und da ist Juan Mata. Nachschuss, so unplatziert. Was macht der da? Der schießt quasi den Pantillimon den Ball zurück in die Arme. Menschen, Kinder, das ist ja ein Rückpass. Ups. Bin ich auf irgendwelche Tasten gekommen? Grimaldo-Flanke von links landet auf dem Kopf von Niguez und der, boah, Mann, köpft den Ball vorbei.
Nottingham Forest wechselt mal aus. Dariqua kommt rein für Adoma auf die rechte Mittelfeldseite. Und Lightfoot marschiert mit dem Ball jetzt nach vorne. Aber da wartet er zu lange. Er geht zwar in den 16er, aber dann verliert er die Übersicht und auch den Ball gegen Pantilimon. Da geht drauf, liebe Leute. 1:2 ist zu wenig. Schema, was macht denn der? Der bringt Lewandowski zu Fall. Das muss ein Elfmeter geben. Das muss aber kommen. Phil Gibbs zeigt auf Weiterspielen. Ach komm. Muss das denn sein? So, Ronny ist ja on fire. Der wird jetzt mal eingewechselt. Generell sind hier gerade so ein paar Leute etwas K.O. Und das werden wir nutzen, indem wir Frischfleisch reinschmeißen. Weil der Gegner wird dementsprechend ja auch K.O. sein. Wir gucken mal rein. Ja, der ist noch K.O. Weil hier mit 47er Frische läuft der rum. Das wäre bei Anstoß online der Tod. Der Tod der Auf- und Abwertungsrunden wäre das. So. 3 neue Spieler, noch 9 Minuten zu gehen. Wir führen, aber das war bisher hier nicht so ganz so galamäßig. Das war eher schon Straßenfußball. Und das Ding ist auch noch nicht durch. Also Nottingham macht hier bisher einen sehr guten Job. Die wechseln auch nochmal. Rabin, der ein starkes Spiel gemacht hat, muss raus und reinkommt Cameron Jerome für ihn. 10 Minuten haben wir noch. 89. Gelb nochmal für Carl Jenkinson. Und da hätte man eventuell sogar auch eine andere Karte zeigen können. Das war schon sehr, sehr hart, was da passiert ist. 60 Sekunden nachgespielt. Schlusspfiff. Boah. Eieiei, ich sag mal so, 3 Punkte nehmen wir mit. Und alles andere vergessen wir von diesem Spiel ganz schnell. Außer vielleicht Lightfoot, der echt ein gutes Spiel gemacht hat. Vorlage und Tor. Herzlichen Glückwunsch, das war gut. Die Ergebnisse in der Premier League am 22. Spieltag. Leeds United verliert gegen Brighton & Hove. Dann haben wir Sheffield United verliert gegen Manchester City. Liverpool gewinnt gegen Middlesbrough. Newcastle United verliert gegen den 1. FC Everton. West Ham United gewinnt gegen Bournemouth, die Wolves und die Elche trennen sich 2:2. Leicester City verliert gegen Fulham, das ist sehr schön. Wie ist es um unseren Jonas Buhr? Ja, 2. Super, Jonas. Sehr gut. Wunderbar. Dann haben wir noch die Hotspurs und Chelsea mit dem Unentschieden. Das ist super klasse für uns. Guckt euch das mal an in der Tabelle. 7 Punkte Vorsprung jetzt vor Tottenham Hotspurs. Sehr schön. Arsenal gewinnt nochmal gegen Southampton. Und die Tabelle, ja, Man U vorne, dann haben wir Tottenham, dann haben wir Liverpool, Man City, Arsenal und unten drin das übliche Bild. Bournemouth, Sheffield und Nottingham. Wohnt der prächtig? Ist jemand von uns in der Hälfte des Tages? Nein, niemand. So richtig verdient hat es auch keiner. Ich finde ja, er hier, irgendwie ist das kein richtiges Torwart-Trikot, oder? Das sieht doch aus wie ein Spielertrikot eigentlich. Machen wir ein neues machen. Beste Spieler. Andre Gray vorne drin mit 15 Buden, Callum Wilson hinterher mit 14 Buden, dann kommen hier 2 13er. Bei uns ist Lewandowski mit 10 Toren der beste Mann. Rashford hat diese Saison noch nicht so wirklich was gebracht, ehrlich gesagt. Das ist eher schwach. So, Trainingsplätze sind gebaut und ich erinnere mich, dass wir eigentlich irgendwas machen wollten hier. Aber ich weiß nicht mehr was. Weniger Verletzung, das erscheint mir irgendwie sinnvoll, das machen wir mal. Und die Verletzungszeit verringern erscheint mir auf jeden Fall auch sinnvoll. Okay. Mir juckt ein bisschen die Nase. Wir gucken mal gerade auf die Uhr. 23 Minuten ist die Folge jetzt alt, so plus minus. Dann kriegen wir auf jeden Fall noch ein Spielchen hin gegen West Ham United. Habe ich mich denn eben so verguckt? Waren das die übernächsten Spiele, die 2? Weiß ich nicht so ganz. Jesser holt Youngster Nicolas Pareiso zu Leeds United. Ja, das sieht jetzt aber nicht nach irgendeinem Stammspieler aus. Da mache ich mir jetzt keine Mühe. Was haben wir dann hier? West Ham United, erster Auftritt von Bradley Darkey. Das ist jetzt auch nicht so geil, ne? Aber der hat schon ein Spiel gemacht. Okay. Na komm. Dann, wenn wir doch im Moment in Erstellerlaune sind, machen wir hier ein Spielerbild für und dann machen wir auch hier nochmal ein Spielerbild für. Hier haben wir auch nochmal die Nachricht, dass bei Blackburn Rovers der Investor hingeschmissen hat. Und bei Wigan Athletic ebenfalls. Gibt es das? Hat da jemand schon mal von euch Erfahrung gemacht beim Fußballmanager, dass sich die Investoren zurückziehen? Ich kenne das nicht. Ich habe noch nicht wirklich oft mit einem Investor gespielt. Bei 68 waren wir ja auch schnell wieder weg. Also von daher, keine Ahnung, ob das so ist.
Könnt mir mal gerne jemand erzählen von euch. Sagen wir da, Jugendspieler, okay, bla bla. Neuer Vertrag bei Lewandowski um 2 Jahre verlängert. Er ist verletzt, ja, okay, macht auch nichts. Jugendmannschaft, geben wir nochmal einen neuen Mentor an ein paar Leute raus. Wer gerne einen Jugendspieler haben möchte, das läuft folgendermaßen. Ihr sucht euch einfach einen Jugendspieler aus. Entweder einen, der stärketechnisch gut ist oder einer, der ein schönes Talent hat oder so. Oder der eine Nationalität hat, die ihr gut findet. Und dann sagt ihr mir einfach in einem YouTube-Kommentar, wie dieser Spieler dann heißen soll. Einziger Punkt, der sein muss, es muss zu der oder den Nationalitäten passen. Also den Typ mir, der ist Belgier und Engländer, den könnte man einen englischen Namen oder einen belgischen Namen geben, aber keinen, weiß ich nicht, einen afrikanischen oder so. Oder, ja, Besseres fällt mir nie ein. Und dann läuft das so, ihr sagt, ey, ich möchte gerne den Nicky Bellis haben und der Vorname soll heißen, keine Ahnung, James und der Nachname Jones und dann heißt er dann halt James Jones und als Spitznamen kriegt ihr euren Twitch oder YouTube oder Instagram-Account, wo auch immer ihr mir die Nachricht zukommen lasst, dass ihr diesen oder jenen Spieler haben möchtet. Die sind auch alle frei. Ich gebe für die neuen Zuschauer aber mal zu bedenken, dass wir nicht mehr allzu lang dieses Spiel hier spielen werden, also diesen Spielstand, weil in ein paar Monaten hoffentlich der FM21 kommt mit seinen supergeilen Neuerungen. So, was haben wir hier? Keine Wechsel, die uns irgendwie interessieren. Trainerkarussell war auch nichts Neues. Geht also schon mal weiter. Apropos neue Zuschauer. Unser Follow-Button oder Follow-Konto bei YouTube ist förmlich explodiert. Wir haben auf einmal 412 oder so Abos von 400 auf 412 hochgeknallt. Vielen Dank dafür, wer auch immer da verantwortlich für ist und da irgendwie Werbung gemacht hat oder was auch immer. Vielen, vielen lieben Dank. Hallo alle neuen Zuschauer. Ich hoffe, ihr werdet hier glücklich und meldet euch gerne in den Kommentaren. Da freue ich mich jedes Mal drüber. Wir nehmen doch das Spiel mit gegen West Ham United im Old Trafford. Natürlich ausverkauftes Haus. Oh, hier ist ein Wecker, das mache ich, den tue ich mal hinten anstellen. Ausverkauftes Haus, wir sind 50 Punkte stärker. Das müssten wir eigentlich auch machen. Aber wir müssen uns natürlich steigern im Vergleich zu eben dem Spiel. Das war ja nichts. Ist auch direkt mal das Topspiel. Manchester United gegen West Ham United. Dann das zweite ist Brighton Hove gegen Tottenham. Und Man City gegen Newcastle. So, es sind ein paar Jungs wieder fit und mitnehmbar. Das ist wunderbar. Dann können wir nämlich hier vielleicht mal ein bisschen was wechseln. Harry Maguire würde ich mal für Skriniar mitbringen. Kimpembe nehme ich mal mit für Klostermann, der nämlich dann auch wieder auf die rechte Seite wechselt. Lightfoot hat gut gespielt, Niguez ist nicht so geil. Und deshalb wird Fred nochmal kommen, der ja immerhin einer der besten notentechnischen Spieler ist bei uns in der kompletten Liga. Da muss man den auch schon mal bringen. Ja? So, Ronny hier auf die rechte Seite noch. Und ich würde auch ehrlich gesagt gerne Rashford von Anfang an bringen. Dann haben wir Mittelfeld hier 90 und 93. Das ist natürlich auch krasser Luxus. Gell? Ein unfassbarer Luxus, den wir da haben. 81er. Ah, nee. Wir nehmen es so mit, glaube ich. Oder wir nehmen Hakimi mit für Henderson, weil ich sehe, es wird sich schon niemand verletzen. Hoffe ich. Das wäre bitter. Also wenn sich der Torwart bei uns verletzt, das wäre schon sehr, sehr bitter. Vielen Dank für die Follows auch bei Twitch übrigens. Ich habe in Twitch eine coole Community langsam aufgebaut. Fühle ich mich sehr wohl mit und freue mich, wenn die auch wächst. Können wir noch irgendwem was Cooles sagen hier? Kümmere dich mal um Alexis Sanchez, der steht ja in der zweiten Mannschaft rum. Emil, können wir sagen, hast gut trainiert. Jo, okay. Komm, du auch. Mathieu Di und Di Maria haben ja jetzt nicht mehr so wirklich was bei uns zu melden, aber wir sind ja trotzdem nett und reden mit denen, gell? Verhält sich gut für dein Alter? Nee, machen wir nicht. Der hat nämlich erstmal ein Minus gekriegt. Das gibt sonst bestimmt einen auf den Deckel. So nach dem Motto, was ist denn mit dir los? Ich habe Minus gemacht und du erzählst hier was von wegen verbessert. Er will fair bezahlt werden, aber er will den Vertrag nicht verlängern. Das ist auch geil. Dann halt nicht, gell? Grimaldo, guck mal, was wir hier alles sagen können. Immer hier rein mit der Moral. Sehr schön. Was ist hier? Will Torschützenkönig werden? Ja, da musst du mal Tore machen. Da musst du mal Tore machen hier. Du hast doch Talent. Mach mal was draus jetzt. Zack. So, beim Ronny können wir auch nochmal gucken. Aber ich meine, ja, seht ihr? Ronnys
Vertrag können wir nicht verlängern, der läuft noch 3 oder mehr Jahre. Ronny, unser bester Jugendspieler bzw. Community-Player von, ja, Ronny Schumann von YouTube, der hat sich einen guten Spieler auf jeden Fall geangelt. Das könnt ihr genauso machen. Allerdings ist es jetzt im Fußballmanager 20 nicht mehr so einfach, weil wir nicht mehr so lange dieses Spiel eben spielen werden. Wenn wir gewinnen, kriegen wir 1,7 Millionen. Nochmal extra vom Sponsor. Das nehmen wir mit. 1,7 Millionen. Näher dran am Harvard-Stil, den wir unbedingt holen wollen. Wir gewinnen das hier hundertprozentig. Da bin ich sicher. Wir gehen ins Spiel mit vollem Einsatz und wir täuschen uns mal ein bisschen die Kehle an. Wasser. Falsche Flasche. Was ist denn da los? Da ist ja noch eine Flasche, eine richtige Flasche, und zwar auf dem Spielfeld. Moment mal, was war denn da? Klares Foul von Declan Rice an Fred im Strafraum und es gibt keinen Elfmeter. Dann gibt es den Gegenzug über Andersen und Sebastian Allaire, der bekommt den Ball irgendwie noch aufs Tor. De Gea sieht den Ball spät und dann geht er an den rechten Pfosten ins Tor. Das ist bitter. Elfmeter nicht bekommen und im Gegenzug gibt es ein Gegentor. Eieiei. Aber mit Gegentoren können wir, ja, haben wir eben zumindest mal gezeigt. 14 Tore auch Allaire, gell? Der ist auch eine Macht in dieser Saison. Der Fehlpass von Assar Diop, Fred holt sich den Ball, bringt ihn auf Coutinho in die Mitte, der dreht in die Strafraumgrenze rein, legt dann zurück auf Fred und dann, West Ham United kann da klären in letzter Sekunde. 10 Minuten gespielt, es geht schon richtig los hier. Coutinho lässt sich gegen Cresswell im Strafraum einfach fallen und dann gibt's Freistoß für, hä? Moment, was ist das jetzt? Coutinho lässt sich gegen Cresswell im Strafraum einfach fallen. In einem Defensiv-Zweikampf oder was? Weil sonst hätte er Elfmeter geben müssen. Komisch, komisch. Ein komisches Spiel hier. Zweimal schon auf Pause gedrückt. Mann, Mann, Mann. Lapsus von Lightfoot, der verliert den Ball gegen Rice. Der schießt einfach mal 16 Meter, aber klar, am Tor vorbei. Viertelstunde gespielt. Mann, wir liegen hinten. Und wenn das jetzt hier zur Gewohnheit wird, bin ich sauer. 20 Minuten, Rashford versucht, er will in den Strafraum reingehen, da fällt er um gegen Ogbonna und guckt, was macht der Schiedsrichter? Der Ben Martin lässt einfach weiterspielen. Das zweite Mal, dass er hier einfach weiterspielen lässt. Ich finde, wenn man das erste Mal so daneben liegt, kann man dann das zweite Mal einfach als Elfmeter pfeifen. Declan Rice schickt jetzt einen tollen Pass auf Fornals, der bringt irgendwie den Allaire wieder ins Spiel und Phil Jones kommt da gerade noch ran. Eckball, uiuiuiui, wir schwimmen so ein bisschen. Eckball von Cresswell in die Mitte, Allaire gegen Phil Jones im Kopfballduell. Phil Jones, der eben noch richtig schlecht war im ersten Spiel, jetzt hier mit einer guten Abwehrleistung, Kopfball geklärt da hinten raus und es geht jetzt in die andere Richtung. Fred flankt mal auf Bono, verlängert auf Ronny und der zieht einfach mal direkt ab und Rice kriegt da den dicken Zehen und dazwischen nur Ecke. Uiuiui, Ronny ist hier echt aggressiv und im Moment immer mit Dampf nach vorne. Ananana. Doppelecke, weil Ogbonna klären konnte. Ecke Coutinho, dann klärt Daryl Janmaat und Declan Rice bringt den Ball aus dem Strafraum raus. Da ist aber Rashford und der guckt gar nicht lang. Der schießt einfach mal. Der weiß ja, wo es dort zieht. Der Ball, der trifft Ronny. Was macht denn Ronny mit der Hacke da? Und Timo Horn ist chancenlos. Der Ball geht knapp am Tor vorbei. Ronny, der macht noch eins. Das sehe ich hier. Rashford, der hat einen tollen Trick hier. Und er kriegt den Ball nach vorne geflankt. Nein, Diop klärt noch zur Ecke. Die dritte Ecke jetzt in dem Spiel. Das müsste doch jetzt mal hier ein Tor geben. Coutinho, die geht aber raus, wird geköpft und geklärt. Fred kriegt den Ball, schießt an den Pfosten. Ah. Ja, wir liegen hinten. Jetzt eine komplette erste Hälfte. Das haben wir auch noch lang, lang, lang nicht mehr gehabt. Und das ist nicht zu akzeptieren hier, meine lieben Freunde. Auch wenn Fred jetzt hier gut spielt, ich sehe hier die 90 und die 96, die 93, die reinkommen müssen. Ronny, schwach auf der Brust, notentechnisch zumindest, hat einiges versucht, aber das hier war bisher nichts. Hinspielergebnis übrigens 5-0 für uns. Da müssen wir uns anstrengen, dass das sowas noch gibt hier. So, das geht so nicht. Es wurde gewechselt. Und jetzt kann mal hier was passieren, meine lieben Freunde. Jetzt kann hier mal was passieren. Ich muss erst mal diesen Wecker ausstellen, sonst macht er gleich schon wieder Tara. So. Ronny liegt nach einem Foul auf dem Boden. Der muss jetzt erstmal behandelt werden. Das wäre traurig, wenn der jetzt ausfällt.
Aber wir gucken mal. Erstmal geht's weiter. Und zwar über Saul. Und Timo Horn verschätzt sich und er läuft den Ball. Dann ist aber Aaron Creswell da und klärt. Die nächste Ecke. Pogba schießt sie jetzt diesmal. Rice will sie köpfen. Aber er trifft nur Rashfords Rücken. Und dann fliegt der Ball Richtung Tor. Und dann ist der Ball nicht drin, weil Timo Horn da steht. Timo Horn hält den Ball fest. Leute, was ist hier los? Das ist viel zu wenig. Ui, Ronny ist verletzt. Muss raus, Knöchelprellung. Ach du Kacke. Und wir bringen Lingard. Ich habe kurz überlegt, ob wir Martial rechts hinstellen und dafür dann Mata einwechseln. Aber das wäre auch von Martial, glaube ich, Punkteverlust deutlicher. Ja, deshalb lassen wir es so. Alle drei Wechsel sind getätigt. Und Ronny, Knöchelprellung ist, glaube ich, jetzt nicht allzu lang, oder? Declan Rice tankt sich jetzt auf der rechten Seite durch, geht in den Strafraum, sucht den Abschluss, De Gea pariert und dann der Nachschuss. Nein, Philippe Andersen kommt an den Abpraller, zum Glück nicht dran. Gegenzug bringt uns eine Ecke ein, die kommt von Pogba. In der Mitte ist dann Rashford, Außenpfosten. Aber was? Wurde schon abgepfiffen. Okay, die Fahne war oben, Stürmer faul, okay. Wird das jetzt hier die erste Niederlage seit ungefähr 1000 Jahren? Man sieht, Niguez schickt jetzt erstmal Lingard in die Gasse rein und der Schuss des Nationalspielers geht von Ogbonna noch entschärft. 20 Minuten sind noch zu spielen. West Ham United, die Hammers wechseln aus. Pernay kommt rein für einer. Den haben wir auch noch nicht einmal gesehen, auf jeden Fall. Niguez versucht jetzt weiterhin. Er spielt jetzt auf die rechte Seite Richtung Rashford. Er schießt einfach mal aus 15 Metern. Ja, wo sollte der Ball denn hingehen? Mann. Unglückliche Aktion. Jetzt gibt's doch den Elfmeter. Ogbonna rempelt da Niguez vollkommen über den Haufen. Boah! Jetzt gibt es den Elfmeter. Und wenn der jetzt nicht drin ist, ne, dann rast ich gleich aus. Dann geht's hier aber mal. Niguez läuft an. Tor! Da ist es. Da ist endlich mal wieder ein Tor von Niguez. Den haben wir ja längerfristig schon nicht mehr gesehen hier. 5. Tor in dieser Saison. Und jetzt mal nach vorne, liebe Leute. Weiter so. Es sind noch 20 Minuten. Gute Kontermöglichkeit jetzt für Manchester United. Schlechtes Abspiel von Niguez. Was macht denn der da? Da spielt er den Ball ins Nirgendwo. Die Hammers nochmal mit einem Wechsel. Chris Barlow kommt rein für Issa Diop in die Innenverteidigung. Und Creswell, was ist denn da los? Linke Seite vollkommen frei. Flanke auf Allaire. Gea hat den Ball allerdings. Ah, was ist denn da los gewesen? Wer konnte denn da den Creswell nicht halten? Sebastian Allaire versucht jetzt nochmal. Läuft in Position. Gewaltschuss. Schießt da aber Grimaldo ab. Und es gibt Ecke. Ah, die Hammers, die riechen. Hier geht was. Wenn, dann geht jetzt hier was auf jeden Fall. Das ist zu wenig von Manchester United. Die Ecke hat nichts eingebracht. Weiter Abschlag jetzt von De Gea. Rashford nimmt den Ball mit und ist durch und er schießt und da ist das Tor, da ist das 2:1. Ja, was ist denn hier los? Haben wir jetzt hier die hart erarbeiteten Siege, die Kampfsiege, die Sausiege? Das wäre natürlich auch was, was wir gerne mitnehmen. Wir wären 9 Punkte vor Tottenham. Das ist ja schon eine richtige Bilanz, meine Freunde. Boah, 10 Minuten ist noch. Was ist denn das für ein toller Pass von Niguez mit einem super Ding? Rashford steht aber leider im Abseits. Was für ein toller Look vor da über die komplette West Ham United Abwehr. Uiuiuiui. Anthony Martial holt gegen Barlow eine Ecke raus und die kommt von Pogba rein. Und Kopfball von Harry Maguire. Was für ein Kopfball. Timo Horn gerade noch so da. Was für eine Rakete. So fest kann ich nicht mal schießen. Nächste Ecke auf dem Elfmeterpunkt. Timo Horn verlässt sich da nicht auf seine Verteidiger, sondern holt das Ding aus der Luft. 2:1. Uiuiui, das könnte hier noch was geben. Jetzt mal hier Konzentration bitte. Und vielleicht noch die letzten paar Minuten auch Zeit spielen. 3 Minuten sind es noch. Aber die Hammers versuchen es über Declan Rice. Der geht da an Pogba vorbei, legt jetzt auch vorne als ab. Der Schuss wird noch pariert von De Gea. Sehr gut. Aber nein, dann ist da der Allaire. Uiuiuiui. Zeitspiel wieder ausstellen. Alles nach vorne schmeißen. Unentschieden ist mir zu wenig. Eieieiei. Kurz vor Toreschluss. 2 Minuten Nachspielzeit. Uiuiuiui. Das gibt nichts mehr. Ich sehe es schon. Das gibt nichts mehr. Boah, unsere Siegesserie ist gerissen gegen West Ham United. Ich sag mal so, die haben sich's auch verdient. Die haben gut gespielt, aber von unserer Seite her war das zu wenig. Viel zu wenig. Na gut, dann sind es immerhin trotzdem noch 5 Punkte Vorsprung. Und wie lange haben wir denn jetzt bitte hier nicht mehr
nicht gewonnen. Boah, richtig lange. Aber vorheriges Spiel war schon schwach, gell? Das war schon mehr Krampf als sonst was hier gegen Nottingham. Und jetzt Punkt liegen lassen oder zwei Punkte sogar liegen gelassen. Mann, Mann, Mann. Dieser Allaire ist aber auch eine Wucht in dieser Saison. Krass. Wir gucken die Ergebnisse an. Everton gewinnt gegen Nottingham. Dann haben wir einen Bournemouth-Sieg gegen Sheffield. Middlesbrough unentschieden gegen Wolverhampton. Chelsea lockerer Sieg gegen Leicester. Man City gewinnt gegen Newcastle im Topspiel. Oder einem der Topspiele. Southampton verliert gegen Liverpool. Fulham gewinnt gegen Leeds United. Fulham hier im Moment echt mit einem guten Lauf. Und das liegt bestimmt auch an der guten Abwehr. Hinten immer zu null. Chapeau. Watford verliert gegen Arsenal und Brighton & Hove verlieren gegen Tottenham Hotspurs. Unten hat sich ein bisschen was getan. Leeds United jetzt auf dem 18. Platz und damit Abstiegskandidat. Bournemouth konnte da rausrutschen. Oben hat sich nichts getan, aber wir haben Punkte verloren. Alle bis zum 7. Platz, außer wir, haben gewonnen. Das ist ein bisschen traurig. Mal gerade noch ganz schnell in die Bundesliga reingucken. Wo stehen denn da wer? Leverkusen auf Platz 1. Wolfsburg hat jetzt Bayern München überholt. Das kann denen nicht gefallen. Wo haben wir denn hier Bayern? Ja, 1-1 gegen Frankfurt. Ja, vielleicht sollte man mal wieder den Neuer aufstellen. Das wäre mal irgendwie eine Aktion. Aber keine Ahnung. Spielt er lieber nicht mit. Die zweite Bundesliga können wir auch mal kurz reingucken. Was machen da unsere 60er? Die sind kurz vor dem Relegationsplatz. Uiuiui. Oh, das wird knapp. Dritte Liga, Hansa Rostock. Was machen die so? Haben gerade gegen Kaiserslautern verloren. Das ist natürlich ein herber Rückschlag. Okidoki. Elf des Tages. Pogba ist da noch reingerutscht. Eigentlich unverdient. Also wer 2-2 da spielt, weiß ich nicht. Giroud mit 3 Buden. Okay. Der will seine Karriere auch ad acta legen. Der macht den Schürrle. Und Allaire natürlich hier in der Elf des Tages. Wer gegen Manchester United in dieser Saison 2 Buden macht, der ist da drin. Ja, Rashford 1 gemacht, das war leider ein bisschen zu wenig. Ein zweites wäre schon stark gewesen. Schade. Die Uhrzeit sagt 42 Minuten. Das ist für so eine Folge dann auch gut. Trotz Feldüberlegenheit kein Sieg. Woran hat es gelegen? So. Wir waren die bessere Mannschaft und haben uns viele Chancen erarbeitet. Wenn wir die reinmachen, gehen wir als Sieger vom Platz. Es gibt bestimmt Minus bei der Presse, aber es macht zumindest hier Selbstvertrauen plus 1. Und es gibt kein Minus bei der Presse. Okay. Dann war es die richtige Antwort. So, wie sieht's aus? Nichts Neues hier. 100 Spieler vor unsicherer Zukunft. Und ich erinnere mich, dass der Patze noch geschrieben hat, wir sollen mal nach Spielern gucken, deren Vertrag ausläuft. Alles älteres Kaliber hier. Hier der einzige Guendouzi, der ein bisschen jünger ist mit 22. Oder sehr viel jünger. Da ist aber nichts dabei, was ich jetzt irgendwie unbedingt haben wollen würde. In Deutschland, wie sieht es da aus? Auch lauter 33-Jährige. Schwolow bei Freiburg, die sollten ihn unbedingt verlängern. Das ist ein guter Keeper für die. Der Jüngste hier ist Früchtl bei Bayern München. Auch den brauchen wir nicht. Also ablösefrei sehe ich, glaube ich, jetzt nicht so wirklich jemanden. Aber wir können das trotzdem machen. Zweite Mannschaft, er fühlt sich vollkommen unterbezahlt. Ja, sehr gerne. Darfst du gerne auch machen. 4 Tage beim Ronny und noch 6 Wochen beim Luke Shaw. Boah. Also, wir gucken mal. Suchkriterien. Vertragsstatus weniger als ein Jahr. Und das ist wurscht. Gehen wir mal hier rein und gucken. Der einzigen ablösefreien Spieler hier, Tom Davis und Jack Stevens. Richtig ablösefrei müssen wir auch gucken. Erst oder macht erst Sinn, wenn denn die Dings vorbei ist. Das Transferfenster, wenn das vorbei ist. Wir sollten hier mal auf alle hier machen, so. Weil jetzt sind die noch nicht ablösefrei. Jetzt würden die noch Geld bringen, weil eben das letzte Ding hier noch läuft. Ja. Luc Bernardo ist zum Beispiel zu haben. Der läuft der Vertrag aus 22. Von stärkemäßiger Seite haben wir hier Ricardo Ursulino, aber da sind nicht so wirklich welche dabei, gell? Paulana, du wolltest den Andres Silva unbedingt haben. Weiß nicht, sollen wir den noch als dritten Stürmer, als Ersatzstürmer holen? Sehe ich eigentlich nicht so unbedingt. Dann würde ich eher hier noch so einen Engländer noch mal holen, damit wir mal wieder ein bisschen was an Inländern da haben. Meine Güte, manchmal
manchmal ist man so busy weg. Also auslaufende Verträge ist jetzt nicht so geil. Ist jetzt nicht so geil. Wir gucken mal noch, was hier sich tut in der Transferwirtschaft. Die Bayern holen jemanden von Real Madrid. Takefusa Kubo, okay. Und Marcel Ruiz wechselt von CF America Richtung Borussia Dortmund. Hat er ein Spielerbild? Bestimmt nicht, oder? Doch, hat er auch. Also die Bundesliga rüstet nach. Mohamed Al-Rahman wechselt vom PSG Richtung Königlichen. Der hat kein Spielerbild, da können wir gucken, dass wir dem Schönes geben. Der sieht auch ganz ordentlich aus. Bin ich gespannt, was der noch so ordentlich hören lässt. Jordan Bayer, also Mainz, verkauft jetzt hier den zweiten Spieler in Folge und hat noch keinen nachgeholt. Ist die Frage, ob die sich da nicht selbst das Bein schießen. Na gut, ach, jetzt kommen die zwei Brighton & Hove-Spiele. Das ist wunderbar. Die nehmen wir dann in die nächste Folge mit. In der nächsten Folge zweimal Brighton & Hove. Einmal in der Liga. Nein, Quatsch. Zweimal im Kakao Club. Zweimal im Kakao Club. Gut, gut. Da machen wir hoffentlich mal wieder reden und klatschen da mal welche weg. Das war jetzt hier in dieser Folge nicht so ganz gegeben, aber das muss es auch schon mal geben. So ist das schon mal. Lightfoot, du darfst nochmal von Anfang an spielen, aber wir setzen dir diesmal jemand anderen zur Seite. Vielleicht Pogba, der hat eine gute Stärke, beziehungsweise eine gute Form. Kimpembe darf mal rein für Maguire. Klostermann darf sich auch nochmal eine Pause gönnen und da kommt natürlich Hakimi rein. Vorne drin, Rashford, der muss eigentlich mal knallen. Der muss mal knallen, ey. Das wäre so die Elf, die wir das nächste Mal aufs Feld schicken. Eventuell noch Mata hier für Coutinho, damit der auch nochmal sich erholen kann. Aber eigentlich will ich da jetzt erstmal einen klasse Sieg sehen. So, liebe YouTuber, lasst einen Kommentar da. Ich freue mich über alles, was dann da unten drunter steht. Ich freue mich über jeden View, über jeden Daumen, über quasi wirklich alles. Folge ist vorbei. Der Gary sagt auf Wiedersehen. Macht's gut. Tschüssi. Hätte auch noch hier direkt Windows machen können, Mann, ne?